Hallo und willkommen hier zurück zu Minecraft. Ja, ich habe ein paar kleine Änderungen hier vorgenommen. Nicht an mir, nein, sondern an dem Spiel. Ich habe hier ein paar Mods reingehauen, wir können das schon sehen. Da wackelt es in den Bäumen. Das Wasser sieht ein bisschen anders aus, leider nicht mehr ganz so schön. Dafür, ne, wackeln hier die ganzen schönen Helmchen und sowas. Und auch die ganzen Bäume, sieht viel atmosphärischer aus. Das liegt am GL-Dingsbums-Shader-Mod. Wo allerdings hier die Grafik und die Licht- und Schatteneffekte ausgeschaltet sind. Oder soweit ich weiß, weil ich das nicht selber gemacht habe. Na, aber jetzt wackelt das hier alles schön, schön atmosphärisch. Und damit es auch atmosphärisch insgesamt wird, ist ja auch noch der Matmos-Mod drauf. Und Optifine und alles und wunderbar. Irgendwelche Mods, die tatsächlich was am Spielgeschehen verändern, wollte ich nicht so gerne drauf haben. Ne? Deswegen, weil das einfach nicht das Spiel in seinem eigentlichen Spielzustand bläst. Ich bin da so ein bisschen puristisch angehaucht, aber warum nicht? Na, so Timber-Mod und sowas will ich gar nicht haben, weil der ist ja so ein bisschen geschummelt, finde ich. Ne? Ist nicht mehr wie im eigentlichen Spiel. Jetzt sehe ich hier gerade, das Gras ist nicht mehr ganz so schön, das muss ich noch irgendwann mal umstellen, aber das mache ich dann später mal. Will jetzt auch gar nicht so lange aufnehmen. Das sage ich eigentlich jedes Mal. Denn ich habe immer noch keine Musik hier fertig gemacht und so. Ist immer noch im Nachhinein jetzt reingeschnitten, wenn man was hört. Gut, dass das jetzt gerade läuft, das ist das Original von Minecraft selber. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle dabei. Die wir gleich mitnehmen. Und stimmt, wir haben ja letztes Mal hier schon mit Eisen alles rumgekloppt. Deswegen geht das gerade so angenehm schnell hier mit dem Spitzhäckchen. Aber ich finde, die originale Minecraft-Musik ist auch sehr schön. Kommt halt leider nur ein bisschen selten. Aber ich finde, das ist dieses Geplänkel passt eigentlich schön, dass man hier einfach so einen leicht meditativen Vorgang des Rohstoffabbauens hat. Ja, ja. Gehört da halt auch zu, ne? So, sieht zwar jetzt doof aus, aber vielleicht können wir hier noch Abstellkammer oder keine Ahnung was hinbauen. Wir sind hier eigentlich ein zu tief, aber das lasse ich im Moment mal so. Wir haben hier noch andere Sorgen oder Projekte. Sind ja keine Sorgen. Das Wasser gefällt mir echt noch nicht ganz so. Es ist so nicht mehr ganz so schön bläulich und viel zu durchsichtig. Ist zwar hier, ne, Clear Water ist zwar aus. Also wenn man unter Wasser geht, ist wieder alles schön, so wie es vorher war. Aber wenn man dann oben ist, dann ist das so ein bisschen, na, sieht so ein bisschen aus, als hätte da jemand ein bisschen Milch reingekippt, ne, hier so in das Zeug. Zwar nicht so Dingens, aber so Bummens halt, ne. Und du? Na, wirst nochmal geerntet. Nicht? Ach, und da, hui, du bist aber ein produktives Schaf. Oh, schön, freue ich mich. Hier haben wir noch diese wunderbare Höhle, diesen Überhang. Hier wollten wir ja noch so eine kleine Bude reinbauen. Er müsste, wenn ich das gerade so sehe, hier der ganze Krempel kommt nochmal weg. Sieht ja nicht aus. Also ich schaue mir dann immer die Folgen auch selber noch hinterher an und da überlege ich mir schon, was kannst du denn jetzt da eigentlich machen? Also es ist, ja, groß überlegen muss ich da eigentlich nicht. Da fallen mir dann meistens direkt so ein paar Sachen auf. An verschiedenen Stellen, wo man im Let's Play dann, weil man sich vielleicht auf andere Dinge konzentriert hat, das gar nicht so genau gesehen hat. Aber sehr gerne ist so. Dann gibt es irgendwelche Situationen, da hängt man einfach da, hat, ne, sieht den Wald vor lauter Augen nicht. Ne, und plötzlich fallen einem die Sachen voll in die Bäume. Und hey, huhaha. Was bist du denn für einer? Zischst du mich einfach von der Seite an? Finde ich ja gar nicht nett. Nein, nicht explodieren. Ich möchte keine Krater. Weil das sieht nicht aus. So. Pling. Pling, 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 ploink. Jetzt kann man echt diesen, ne, so eine schöne Glasfront dann rein. Da oben vielleicht so ein. Boah, ich weiß nicht, ob man das da ganz hinbaut, aber dass man da. Ja, doch, da können wir hier so einen kleinen Holzsteg da hochbauen. Ein paar Zäune drum. Ne, wie gesagt, man. Oder ich überlege mir dann schon, wenn ich mir das anschaue, was ich denn eigentlich hier tun könnte. Und, ne, so rein als Betrachter, ohne dass man hier gerade irgendwas bauen muss, irgendwas labern muss. Und da fällt einem dann schon mal wieder was ein. Da fällt einem dann auch ein, wie man denn eigentlich das andere Häuschen dann machen könnte. Weil das ja bisher noch total schäbig aussieht. Das, unser tolles Mini-Haus, was gar nicht so mini ist. Und das kommt einmal zu hier. So. Ne, damit es hier, na, was aussieht. Zack. Wunderbar.
Der ist erst da. Dann kann ich eigentlich hier auch nochmal die Ecke hier. Ich mache das. Die bleibt stehen, damit wir hier so eine Kante haben. Erstmal schauen. Natürlich ist es so. Hier wird immer weiter ausgebaut, immer verändert. Nichts bleibt so, wie es ist. Das ist ja auch der Sinn davon, dass man alles ab- und auch wieder anbauen kann. Na, das kennt der ja schon. Deswegen kloppe ich erstmal hier ein bisschen dran rum. Und bin einfach mal gespannt. Wir brauchen unbedingt auch Glas, dass man hier überhaupt die ganze Front dann bauen kann. Weil sonst bringt das natürlich nichts. So. Der ganze Boden kommt dann später auch nochmal raus. Erstmal möchte ich hier so einen groben Grundriss schaffen. Ich brauche auch noch ein bisschen Cleanstone, damit ich hier die Kanten sauber machen kann. Und es ist windig geworden und es regnet. Och nein. Nein, warum das denn? Ich will nicht nass werden. Ich verstecke mich im Fluss. Tja, Oi, hallo Schaf. Wieso sieht das hier eigentlich so gerade aus? Ich weiß das nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Weiß auch gar nicht, was ich hier gerade gucken will. Aber ich wollte halt nur mal gucken. Nö, ist, glaube ich, logisch. Dann geht's nochmal hier zurück ins Trockene. Vielleicht bringe ich auch meine Schäfchen ins Trockene. Ich weiß es noch nicht. Der muss weg. Da ist noch Kies. Hier können wir auch noch... wir können hier so viel machen. Wir können das hier alles noch rumziehen. Ich möchte aber... Das ist noch gar nicht die Höhe, ne? Das geht ja gar nicht. Bisschen Symmetrie muss sein. Das ist ja keine Symmetrie. Das ist einfach hier die Fortführung von natürlichen Konturen. Dass man das da nicht so einfach komplett quer hier durch das Gebäude haut. Ne? Einfach mal ein paar klare Akzente hier setzen. So, wunderbar. Oh, viel schöner. Und ich bemühe mich und mache hier... Habe ich Holz dabei? Ich habe überhaupt kein Holz, ne? Erstmal gehe ich eine Runde pennen, weil es dunkel ist. Dann können wir noch mal ein bisschen Holz schlagen, weil ich brauche unbedingt noch Kisten und hier eine Werkbank. Aber die möchte ich dann da hinten hinstellen, ne? Da, wo wir gerade waren. Dass ich da nicht immer hierher rennen muss, dass wir da auch schon mal ein paar Öfen haben, dass man sich ein bisschen was einschmelzen kann. Und es regnet immer noch nicht. Nein, nicht mehr. Sieht auch noch nicht schön aus. Aber ist egal. Das Feld ist okay. Machen wir es mal so. Ich glaube, das ist fertig, ne? Yo. Ah, wunderbar. Das einmal abgekloppt. Hier die ganzen Samen, die nehmen wir natürlich auch mit. Da haben wir jetzt gerade mal 5 Stück von. Wird natürlich nicht reichen. Ja, für das hier schon. Au, doch. Ach, wunderbar. Und dann ne, bauen wir uns das hier immer ein kleines bisschen größer. Ich kann natürlich auch nochmal das ganze andere Gras abhauen. Aber dann ist es halt weg. Knochen haben wir gerade keine, aber die haben wir da in der Truhe. Da könnte ich eigentlich kam ja auch der Tipp so das ein oder andere Mal, dass ich hier dann das Knochenmehl mal benutzen kann, um um dann das ganze Zeugs hier abzudüngen. Und da, das Interface sieht auch ein bisschen anders aus. Ist wieder ein aktualisiertes Texturenpack. Ne, deswegen hier unten auch die Leiste, sieht man ein bisschen schöner. Und jetzt machen wir einfach mal groß hier. Jetzt haben wir ein bisschen zum einen Weizen kriegen, zum anderen aber auch Samen. Denn es kommen ja immer ein paar mehr raus, als man eigentlich eingepflanzt hat, was gar nicht verkehrt ist. Also kann man das ein bisschen steigern hier. Wir haben jetzt 8 Stück und wir haben auch ganz viel Weizen, dass wir das direkt mal in Brotform umwandeln können. Und dann, mir fehlt einer. Warum fehlt mir einer? Frechheit. Jetzt. Okay, machen wir das nächste Mal. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Getreide, dass wir da uns ein paar Brote draußen backen können. Wobei das mit dem Backen, das geht ja nicht. So, machen wir 3 Stück draus. Machen wir 4 Stück. Machen wir das so. Das eine Weizen möchte ich noch zum Locken dabei haben. Damit so. Ach, hier sind noch 3. Dann machen wir es so. Steinchen überall. Brauche ich gar nicht. Einmal hier reingezimmert. Ich versuche direkt mal von Anfang an ein bisschen Ordnung zu halten. Das ist natürlich anhand der Kiste hier enorm schwer, weil die schon so voll geballert ist.
Aber das, ja. Das war auch die erste Kiste. Muss man immer ein Auge zudrücken. Und wie ich das alles ordne, das weiß ich auch noch nicht, ob ich da irgendwie für jedes Material ein eigen habe. Aber so viel habe ich ja auch noch gar nicht an Zeugs. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen schauen. Das wird sich alles noch entwickeln. Ist ja noch alles ganz am Anfang. Und ich wollte schon mal hier, ne? Öfen befeuern. Au, haben wir schön hier. Mit Zeugs, was ich gerade weggeschmissen habe. Nämlich das hier. Bisschen Kobbel reinhauen. So, müsste eigentlich reichen. Ach, hier haben wir... Ah, cool. Egal, hier kommt noch mal eine Ladung rein. Das sind jetzt 8. Und da noch mal den 64er drauf. Oder ich... Ja gut, Sand habe ich gerade nicht dabei. Das heißt, machen wir so. Jetzt habe ich hier... Das säubere Steinchen. Das kann mal dahin. Obwohl das Eisen, das hat ja den unnötigsten Ort, den ich mir gerade vorstellen kann. Das brauche ich eigentlich auch gar nicht mitnehmen. Und eigentlich sollten wir ja gerade mal Holz fällen gehen. Dann können wir hier ein bisschen nachts bauen. Ich glaube, das machen wir mal eben. Und dann ne, tagsüber hier in der Gegend rumgurken. Und des Nachts uns hier dem Bauen zuwenden. Ne, gerade wenn wir das alles ein bisschen ausgeleuchtet haben und eventuell dann eine Glasfront drin haben, dann geht das schon. Und da ist die Kühe, möchte ich auch noch irgendwann mal zu meinem Häuschen da hinten schleppen. Oder wir können uns das hier auch alles irgendwann mal abholzen und hier ein paar Felder machen, dass wir da die Tiere auch mal züchten können. Ne, das wäre ja nicht verkehrt, ne? Genau, guckst du. Holz. Ich habe Äxte dabei. Das finde ich sehr schön. Es gefällt mir. So, ich versuche erstmal auch wieder hier wahllos irgendwelche Bäume rauszuholzen. Einfach so, dass es erstmal nicht auffällt. Wir können natürlich auch gezielt jetzt so bestimmte Landstriche hier komplett abernten und dann wieder aufforsten. Aber das können wir erst später machen, oder? Ist sinnvoller, wenn wir dann erstmal so ein bisschen was gesammelt haben hier. Ich will ja nicht hier eine komplette Folge nur Holz fällen. Wir können da hinten auch... Da ist schon wieder so ein... Ach, hier, guck. Oh, hier sind ganz viele Kühe. Das finde ich schön. Ah, wissen wir wenigstens... Au, haben wir wenigstens einen kleinen Vorrat, ne? Auch hier ein paar Blümchen. Hier sind schon wieder Schafe. Wie viele sind hier denn? Ist alles voll verschärft. So, die ganzen Setzlinge fallen einfach runter. Da gehe ich, glaube ich, den Weg gleich nochmal zurück. Und dann mal gucken, wie das denn... aussieht, was wir hier denn machen können. Ich kann da so eine kleine Lichtung hier reinhauen. Kann man dann später noch ein kleines Häuschen bauen? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht zu viele Sachen gleichzeitig anfangen. Zumindest nicht so lange ein Teil der Gebäude nicht oder der Baustellen nicht wenigstens zu einem guten Teil vorangeschritten sind. Was im Moment ja noch nicht so ganz der Fall ist. Ich möchte nachher auch nochmal zu dem anderen Gebäude hin. Zu dem Häuschen, was da hinten bei der anderen Höhle war. Was ja noch nicht ganz so schön aussah. Um genau zu sein, gar nicht schön aussah. Und da dann noch mal ein bisschen dran herum manipulieren. Ja, so sieht das aus. Naja, kann man machen. Ach, hier ist das Ganze. Komm, ich glaube, wir haben von dem ganzen Gras hier noch mal ein bisschen ein paar Samen. Da sind schon wieder 2. Ja, damit was fällt. Ich will das Feld da bei dem, Dinge auch noch gar nicht so groß haben, aber es kann ja schon mal ein bisschen, dass man zumindest so sich immer einen gewissen Vorrat an Broten dann backen kann. Irgendwie sind die Gräser hier nicht besonders dropfreudig. Ja, der Loot stimmt noch nicht so ganz. So. Ach, ist das schön hier. Auch, dass hier alles jetzt am Wackeln ist und sowas. Sieht man, wenn man sich bewegt, zwar nicht ganz so besonders. Aber es ist, wenn man denn stehen bleibt. Was brauche ich denn nicht? Warum habe ich jetzt hier den Bambus mitgenommen? Wollte ich doch gar nicht haben. Komm, hier den ollen Löffel, den kann ich da wegschmeißen. Braucht doch keiner. Der kloppt man dreimal auf Sand drauf und dann ist der weg. Stichwort Sand, da unten ist auch welcher. Au. Wobei, ich habe hier eh keinen Platz gerade, ne? Das ist ja hier, weil alles... voll, aber ich habe viel Wolle, die kann ich auch noch ablegen. Ich glaube, ich muss hier später nochmal wieder herkommen oder auch irgendwo anders hin, so wie es gerade kommt. Aber es ist doch schön hier. Ne, so ein bisschen die Natur genießen. Das
dass man das zumindest im Spiel mal macht. Aber draußen ist eigentlich schon auch nett. Auch wenn es da nicht ganz so blöckig ist. Hier ist schon wieder ein Fluss. Ja, staunst du, ne? Ja, es ist hier überall, also ich habe den Eindruck, dass da, wo dann gerne auch irgendwelche Dschungel sind, ist auch gerne mal ein Fluss. Kann natürlich täuschen, aber was ich hier bisher so gesehen habe, habe ich halt den Eindruck, ne? Deswegen heißt es so. Weil ich den Eindruck gesammelt habe. Der hat sich bei mir eingedrückt.